Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Als ich erfahren habe, dass sich die Glossybox mit einem weiteren Frauenmagazin zusammengetan hat, war mir klar, dass ich auch diese Box, komme was wolle, haben muss. Denn ich war schon so begeistert, als sich die Glossybox mit der Grazia zusammengetan hat und diese phänomenale Box herausgebracht hat, dass ich mir... Oh nein, jetzt habe ich den kompletten Satz vergessen. Dass es auf jeden Fall klar war, dass ich die Jolie Box auch haben muss. Die Jolie habe ich damals als Teenager auch gelesen und ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass es sie heute überhaupt noch gibt, da ich mir die einfach schon seit Jahren nicht mehr gekauft habe. Das Einzige, was ich mir ab und zu mal kaufe, ist die Glamour zur Glamour Shopping Week. Von daher wusste ich nicht, dass es die Jolie nach wie vor gibt und da habe ich mich trotzdem sehr drüber gefreut, denn als Teenager habe ich die wirklich sehr oft gelesen. Und ja, was soll ich sagen? Die Glossybox hat sich also mit dem Magazin Jolie zusammengetan und auch hier wieder eine Limited Edition Box für 35 Euro bzw. für 45 Euro für Nicht-Abonnenten herausgebracht. Und da war ich natürlich sehr gespannt, denn die Grazia hat die Messlatte wirklich sehr, sehr hoch angesetzt, ob diese Box da mithalten kann. Ich kann euch vorab schon mal verraten, der Inhalt hat mir hier auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei drumherum, sondern fange direkt mit dem Unboxing an und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Öffnet man die Box, kommt einem auf jeden Fall schon diese prall gepackte oder dieser prall gepackte Inhalt entgegen. Und ich liebe es ja, wenn die Boxen zum Bersten gefüllt sind. Also dann habe ich wirklich ja alles richtig gemacht. Die Box hat alles richtig gemacht und ich freue mich nochmal ein bisschen mehr darüber. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier auch das erste Produkt heraus, was das Ganze eben auch nochmal so aufpolsternd macht. Und zwar hätten wir hier von Saint-Tropez ein Prep and Maintain Dual-Sided Velvet Luxe Applicator mit. Also ein Bräunungs-, nein, nicht Bräunungshandschuh. Also auf jeden Fall ist das ein Handschuh, mit dem man beispielsweise Bräunungsmousse streifenfrei auftragen soll. Ich finde es klasse. Also ich bin nicht der Typ für Bräunungsprodukte. Wenn ich mal ein Bräunungsprodukt hatte, hat es immer an der Tatsache gescheitert, dass ich keinen Handschuh hatte, um dieses Bräunungsprodukt aus Spaß streifenfrei ja, irgendwie auf meinen Körper zu bekommen. Jetzt habe ich zwar einen Handschuh, aber ich kann das Kapitel Bräunungsprodukte abschließen. Also ich hatte jetzt über den Sommer ein Spray. Das hat natürlich nicht streifenfrei geklappt. Aber da habe ich mal wieder festgestellt, dass Bräunungsprodukte, das ist einfach nichts für mich. Aber nichtsdestotrotz, Saint-Tropez ist ja wirklich die Marke oder eine der Marken, wenn es um solche Selbstbräunerprodukte geht. Und ich finde es schön, dass man halt auch endlich mal einen Handschuh mit in der Box hat. Denn sonst hat man ja wirklich immer und immer und immer nur die Bräunungsprodukte. Aber halt nie etwas, ja, womit man das auftragen kann. Von daher, unter dem Aspekt finde ich das hier cool. Aber ich persönlich ziehe daraus ja absolut keinen Nutzen. Passenderweise haben wir nicht nur den Bräunungshandschuh in der Box, sondern auch ein Bräunungsprodukt. Und zwar hätten wir das dazugehörige Saint-Tropez Self-Tan Express 1-Hour Tan Advanced Bronzing Mousse mit in der Box. Also ein ja, Bräunungsmousse, was wahrscheinlich irgendwie nur eine Stunde einwirken muss, damit man eben komplett sonnengeküsst aussieht. Ich kenne mich mit solchen Produkten nicht aus. Also ich habe noch nie in meinem Leben für meinen kompletten Körper ein Bräunungsprodukt verwendet. Mal spaßeshalber für die Beine oder für den Bauch oder für sonst was. Aber eben noch nie wirklich bewusst für den ganzen Körper. Weil mir das irgendwie immer ein bisschen zu riskant war, weil ich sehr tollpatschig bin und am Ende hätte ich wahrscheinlich ausgesehen wie die Milka-Kuh. Von daher habe ich mich nie an solche Bräunungsprodukte rangetraut. Ich muss aber sagen, dass wenn ich es mal machen sollte, was aber nicht passieren wird, ich tatsächlich auch nur zu solchen mußigen Texturen zurückgreifen würde, da ich bei denen irgendwie ja das Gefühl hätte, ich hätte es mehr unter Kontrolle. Also gerade auch mit dem Handschuh, da hätte ich einfach das Gefühl, dass ich das Produkt wirklich oder dass ich die Chance hätte, das Produkt ebenmäßig auf meinem Körper zu verteilen. Aber egal wie man es dreht und wie man es wendet, das Produkt hier wird definitiv
ausziehen. Ich hatte zumindest recht, was die eine Stunde angeht. Also man kann das Produkt oder man soll das Produkt mindestens eine Stunde einwirken lassen. Man kann das Produkt aber wohl auch bis zu 3 Stunden einwirken lassen, da man mit diesem Mousse die Intensität praktisch selbst bestimmen kann. Also je länger man es drauf lässt, desto intensiver ist das Endergebnis. Wenn man es jetzt eine Stunde einwirken lässt, hat man wahrscheinlich nur so eine ganz zarte, natürliche Bräune. Und wenn man es wirklich 3 Stunden einwirken lässt, ja, dann sieht man wahrscheinlich noch mal mehr gebräunter aus. Aber ich kann euch da halt echt absolut keine Vergleichswerte geben. Ich habe das noch nie verwendet. Ich weiß nicht, wie dunkel ich jetzt beispielsweise nach 3 Stunden mit diesem Mousse hier werden würde. Jetzt bin ich aber schon wieder fast so weit, dass es mich interessiert und dass ich es gerne ausprobieren möchte. So nach dem Motto, okay, wie braun kann ich maximal hiermit werden? Aber nein, es ist das Beste, wenn ich es weitergebe, denn prinzipiell nach wie vor habe ich keinerlei Verwendung für Bräunungsprodukte. Machen wir mit einem dekorativen Make-up-Produkt weiter. Und zwar hätte ich hier einen Lippenstift von der Marke Love mit drin. Das hier wäre der Lip Affair Lippenstift in der Farbe 502 Marianas Chestnut. Und hier habe ich mich sehr drüber gefreut, denn mir ist aufgefallen, obwohl ich so eine große Sammlung habe, dass ich so gut wie keinen braunen Lippenstift mehr in meiner Sammlung habe. Von daher war ich natürlich sehr, sehr, sehr gespannt, als ich gelesen habe, dass es sich um eine Chestnut-Farbe handeln soll. Und dieser Lippenstift ist wirklich wunderschön. Also das ist eine richtig... Also ich würde nicht sagen, dass es braun ist. Ich würde aber sagen, dass es schon ein helles, sehr ins bräunlich gehende Rot ist. Also ein klassisches Braun, das gebe ich ihm nicht. Aber es ist... doch schon so eine typische Kastanienfarbe, also sehr warm und sehr rötlich. Ein ganz, 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 ganz toller Ton. Von Love habe ich bisher noch einen weiteren Lippenstift, den habe ich aber noch nicht verwendet. Er lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr angenehm swatchen. Also er ist sehr, hier sieht man es auch, sehr glänzend. Also er fühlte sich jetzt gerade beim Swatchen auch sehr pflegend an. Das ist kein matter Lippenstift. Ich trage ja wirklich... bevorzugt matte Lippenstifte, aber nichtsdestotrotz ist die Farbe wirklich richtig, richtig schön und so richtig schön herbstlich. Ich hatte ja schon gesagt, dass sich der Lippenstift sehr pflegend anfühlt, was daran liegt, dass der Lippenstift aus der Color and Care-Reihe kommt, denn die Color and Care-Reihe wirkt damit, dass die Pigmentierung sehr langanhaltend sein soll und dass Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und Candyöl die Lippen zusätzlich pflegen und schützen. Das heißt, ja, also eine Mischung aus wirklich einem intensiv pigmentierten Lippenstift und einem Pflegestift, wenn man so will. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den und die Farbe, die gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Machen wir mit einem Produkt einer Marke weiter, die ich persönlich sehr schätze, die ich sehr gerne mag und die mich damals zu Bloggerzeiten mit als erstes unterstützt haben und denen ich einfach sehr viel zu verdanken habe. Mein erstes Event war damals bei L'Occitane und ich verbinde eigentlich nur Positives mit der Marke. Und jetzt habe ich sie euch schon gesagt, das nächste Produkt ist von L'Occitane und zwar wäre das eine ihrer berühmten Handcremes in der Duftrichtung Kirschblüte. Und die Kirschblüten-Handcreme, die ist phänomenal. Also grundsätzlich bin ich großer, großer Fan ihrer Handcremes. War nicht in der Grazia-Box die Shea-Butter-Handcreme drin oder war die Shea-Butter-Handcreme woanders drin? Auf jeden Fall hatten wir neulich schon eine Handcreme von L'Occitane und die sind halt wirklich, wirklich gut. Also die gehören mit zu meinen liebsten Handcremes und gerade die Kirschblüten-Duftlinie finde ich einfach nur lecker vom Duft. Also das ist ein ganz angenehmer Duft. Geht natürlich logischerweise so ein bisschen in die Ritual of Sakura-Reihe Richtung, da es eben auch ein Kirschblütenduft ist. Aber ich finde den sehr zart, sehr angenehm. Die Handcremes sind immer gut, gut pflegend. Also das ist ein wirklich, wirklich tolles Produkt. Viel mehr steht über diese Handcreme eigentlich auch nicht mehr in dem Heftchen drin, außer dass sie eben die Hände schützen soll, sie pflegen soll, geschmeidig halten soll und dass sie eben Shea-Butter enthält und Kirschextrakt aus dem französischen Luberon. Luberon ist wahrscheinlich eine Region in Frankreich, wo Kirschbäume wachsen. Also mir persönlich sagt die Region leider
absolut gar nichts. Wahrscheinlich erzähle ich auch gerade Quatsch und es ist keine Region, aber es muss eine Region sein. Aber das finde ich noch raus. Auf jeden Fall, lange Rede, keinen Sinn. Es ist eine wirklich, wirklich schöne Handcreme, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fußkettchen das Produkt 2021 in den Beautyboxen waren, denn auch hier haben wir wieder ein kleines Fußkettchen mit drin. Ich trage keine Fußkettchen und ich trage kein Gold. Das hier ist ein Fußkettchen und es ist Gold und es gefällt mir tatsächlich richtig gut. Denn wir haben hier nicht nur so kleine, kleine goldene Medaillen, sondern auch kleine Medaillen, nenne ich es jetzt einfach mal, aus Schildpatt? Naja, auf jeden Fall dieses marmorierte Muster. Ich glaube, es heißt Schildblatt. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig schön. Ich werde euch gleich nochmal, oder ich habe euch schon ein Foto eingeblendet, wo man das Fußkettchen nochmal ein kleines bisschen genauer sieht. Das ist wirklich schön. Also gerade dieses grünlich-bläulich schimmernde Material in Kombination mit dem Gold, das sieht unfassbar gut aus. Und auch wenn ich Verfechter von Silberschmuck bin, muss ich sagen, dass solche schimmernden Naturmaterialien, die kommen eigentlich immer besser in Kombination mit Goldschmuck. Aber ich trage einfach keinen Goldschmuck. Von daher, ich finde es gerade wirklich schade, da ich das Fußkettchen zur Abwechslung richtig, richtig schön finde. Aber ich trage einfach keine Fußkettchen, ich trage keinen Goldschmuck. Und auch wenn ich das Kettchen wirklich wunderschön finde, so wird es wohl nicht bei mir bleiben. Bei diesem Fußkettchen hätte man übrigens noch ein anderes Modell haben können, nämlich ein Modell mit Glasperlen in Glanzoptik. Und das ist so ein bisschen, das sieht aus, als wären das zwei Kettchen. Und ich muss sagen, da habe ich schon die bessere Wahl getroffen. Ja gut, hier steht einfach nur, dass es ein Hingucker ist und dein Knöchel betont, Statement, tralala. Ja, wie gesagt, es ist eine wirklich schöne kleine Kette, aber ich kann sie halt wirklich nicht gebrauchen. Kommen wir nun zu einem Produkt, welches ich prinzipiell gebrauchen kann und über welches ich mich auch wirklich gefreut habe. Und zwar wäre das hier von Beautiful Lash die Eyelash Formula, also ein Wimpernserum, was eben ja das Wimpernwachstum so ein kleines bisschen anregen soll. Und mit solchen Produkten, da kann ich eigentlich eine Menge mit anfangen, da ich von Natur aus leider recht sporadisch verteilte Stummelwimpern habe. Also die sind nicht wirklich lang, die sind vor allem nicht dicht und da kommen mir solche Wimpernseren natürlich immer sehr gelegen. Ich hatte jetzt eins von Isana, das fand ich nicht ganz so gut, da das ziemlich in den Augen gebrannt hat. Also wer, dass ich da einmal mit dem Pinsel abgerutscht bin. Das hat gebrannt wie Feuer. Von daher hoffe ich, dass dieses Serum nicht brennt. Das von Isana hatte jetzt aber auch nicht den durchgreifenden Effekt. Also meine Wimpern sind vielleicht ein bisschen länger geworden, ja. Aber sonst habe ich keinen richtigen Effekt beobachten können. Von daher hoffe ich natürlich sehr, dass dieses Serum irgendwas bewirkt. Allerdings muss ich mal schauen bzw. mich schlau machen. Ich glaube nicht, dass dieses Produkt auf Hormonbasis funktioniert, was natürlich die effizientere Option ist. Aber ich persönlich wollte jetzt eigentlich kein Produkt benutzen, was nochmal zusätzlich Hormone beinhaltet. Auch wenn das natürlich die Serien sind, die halt wirklich dafür sorgen, dass die Wimpern wachsen. Aber von daher, ich werde mich hier mal schlau machen und sollten hier keine Hormone enthalten sein, werde ich das definitiv ausprobieren. Schade, im Heftchen steht jetzt leider nicht, ob hier Hormone enthalten sind oder nicht. Ich persönlich würde mal sagen, nein, jetzt so vom Gefühl her, werde mich da aber definitiv nochmal schlau machen. Und genau, dieses Serum tragt ihr halt wie alle anderen Serien auch auf. Ihr habt da einen ganz dünnen Pinsel und mit dem zieht ihr euch praktisch einen Eyeliner, wenn ihr so mögt. Schön dicht am Wimpernkranz, dass die Wimpern eben von diesem Serum oder in diesem Serum praktisch getränkt werden. Und das soll eben das Wimpernwachstum stimulieren. Wie gesagt, ich muss mich schlau machen, ob hier Hormone drin sind. Wenn keine enthalten sein sollen, dann werde ich es. Oder wenn keine enthalten sein sollen? Oh Mann, Deutsch ist manchmal eine verdammt schwere Sprache. Sollten hier keine Hormone drin sein, dann werde ich es definitiv
testen. Wir sind immer noch nicht am Ende. Also ihr seht, auch diese Box ist wirklich wieder prall gefüllt gewesen und hier kommt wirklich ein tolles Produkt nach dem nächsten raus. Hier hätte ich jetzt beispielsweise auch ein wunderschönes Duftset von 4711. Ich guck mal, dass es nicht so spiegelt. Hier haben wir 5 kleine Parfümminiaturen und die finde ich einfach nur zuckersüß. Ich meine, fairerweise, ich werde das Set nicht behalten, da ich jemanden kenne, der absolut parfümverrückt ist und für den ist das wirklich das perfekte Geschenk bzw. das perfekte Produkt. Es ist ein super schönes Produkt, versteht mich nicht falsch, aber es sind auch nicht meine Düfte. Also hier hätten wir, wie gesagt, 5 Miniaturen drin. Einmal in der Duftrichtung Lemon und Ginger, da wäre ich die erste, die weggelaufen wäre. Lime and Nutmeg, da verhält es sich genauso wie beim ersten. Blood Orange and Basil. Ich bin nicht der größte Basilikum-Fan und Blutorange ist mir eigentlich meist auch zu zitrisch. Dann hätten wir White Peach and Coriander. Koriander finde ich grauenvoll. Ich gehöre zu der Fraktion, die Koriander nicht mag, für die das seifig schmeckt. Also Koriander finde ich furchtbar. Und Litchi und White Mint. Das wäre tatsächlich der einzige Duft gewesen, wo ich mir gedacht hätte, das hätte was für dich sein können, da ich alles, was mit Minze zu tun hat, abgöttisch liebe. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein wirklich schönes, hochwertiges Set und ideal eigentlich auch so als kleines Geschenk. Also wenn ihr jemanden habt, von dem ihr zumindest wisst, dass der so etwas zitrisch angehauchte Düfte mag, also für den finde ich das irgendwie für Nikolaus oder so eine super süße Idee. Aber nichtsdestotrotz, bei mir wird es nicht bleiben, aber ich habe auf jeden Fall schon eine dankbare Abnehmerin dafür. Im Grunde steht im Heftchen genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Also man hat hier halt verschiedene Düfte, um sie eben alle einmal auszuprobieren und um sie eben mit Freunden zu teilen oder sie auf Reisen zu nehmen. Und dafür ist es halt wirklich unschlagbar. Also es ist wirklich, versteht mich nicht falsch, ein schönes Produkt. Wären hier andere Duftrichtungen drin gewesen, hätte ich das Produkt auch absolut selber behalten. Aber es sind eben sehr viele zitrische Düfte, mit denen ich leider nicht so viel anfangen kann. Von daher nehme ich die Variante zum Teilen mit Freunden und mache jemandem anders eine Freude damit. Das nächste Produkt wird aber sowas von bei mir bleiben, da es sich hierbei um ein wirklich richtig cooles Produkt handelt, was mir sehr gut gefällt und was mir vor allem auch sehr gelegen kommt. Und zwar hätten wir hier von Benefit den 24 Stunden Brow Setter. Also ein Setting-Produkt, wie heißt es denn jetzt? Ein Augenbrauen... Ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Also auf jeden Fall ein Produkt, mit dem ihr eure Wimpern praktisch antackern könnt, mit dem ihr sie ja fixieren könnt. Ein Augenbrauen-Gel. Das war es. Oh Gott, ein Augenbrauen-Gel habe ich normalerweise von Anastasia Beverly Hills, mit welchem ich sehr zufrieden bin. Aber das ist jetzt gerade in Verwendung und ich habe noch kein Backup. Das heißt, das kommt mir wirklich sehr, sehr, sehr gelegen. Und das hier ist auch tatsächlich keine Probegröße, sondern die komplette Vollversion. Und das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Ich hätte schon gut gefunden, wenn ich die Miniaturgröße in der Box gehabt hätte. Aber nein, hier haben sie tatsächlich die Originalgröße reingelegt. Und das finde ich wirklich mega. Ich denke, uns allen ist die Anwendungsform von Augenbrauengel bekannt. Und mehr steht hier eigentlich auch wirklich nicht drin. Es soll eben wirklich bis zu 24 Stunden halten. Aber ganz ehrlich, mein Make-up, das ist maximal 12 Stunden, wenn überhaupt, auf meinem Gesicht. Also die Haltbarkeit kann ich definitiv nicht überprüfen. Und ja, sie sollen eben dafür sorgen, dass die braunen Härchen von der Wurzel bis zur Spitze überzogen werden und dass sie an Ort und Stelle bleiben. Wie gesagt, ist ein super cooles Produkt, über welches ich mich sehr gefreut habe und welches ich definitiv verwenden werde. Der Inhalt neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu, denn wir haben hier schon das vorletzte Produkt. Und zwar hätten wir hier aus dem Hause Wellmax die Hyaluron Anti-Age Day and Night Absolute Cream Rich. Also eine besonders reichhaltige Tages- und Nachtpflege mit Hyaluron, die eben Anti-Aging-Eigenschaften beinhalten soll. Ja, finde ich an sich ein schönes Produkt.
Aber ganz ehrlich, Cremes habe ich aktuell wirklich zu Genüge. Und auch wenn ich jetzt schon gut dabei bin, sie zweckzuentfremden, das ist ein wirklich, wirklich großer Pott. Also hier sind ja 50 Milliliter drin. Ich kann euch den einmal kurz zeigen, insofern ja, ich den jetzt geöffnet bekomme. Also das ist schon ein schöner Tiegel. So sieht der aus. Aber ich habe schlichtweg keine Verwendung. Also ich habe nur einen Hals, nur ein Dekolleté, nur ein Gesicht und da habe ich gerade noch so, so, so viele Cremes im Vorrat, dass ich die hier weitergeben werde. Aber es ist eine schöne Creme. Also gerade Hyaluron oder ja, Hyaluron-basierte Produkte finde ich grandios. Die pflegen meine Haut, die geben meiner Haut Feuchtigkeit und das ist eine richtig, richtig schöne Creme. Eigentlich wollte ich euch gerade noch ein bisschen was über die Creme vorlesen, aber ich habe gesehen, dass es hier bei Wellmax einen Gutscheincode gibt. Den werde ich euch hier unten einmal einblenden und da könnt ihr 15% auf das gesamte Sortiment sparen. Ausgenommen sind reduzierte Produkte oder... Nee, nur reduzierte Produkte und es gibt keinen Mindestbestellwert. Also das ist natürlich cool. Das heißt, ja, den Code werde ich euch hier unten einmal einblenden. Dann könnt ihr vielleicht selbst noch ein bisschen bei Wellmax shoppen. Aber was wollte ich dir jetzt über diese Creme sagen? Genau, also morgens soll diese Creme vor Umwelteinflüssen bzw. den ganzen Tag über schützen und abends soll sie die Spannungsgefühle vom Tag nehmen. Die Formulierung mit Hyaluronsäure, einem zusätzlichen Hydrosystem, einem Anti-Aging-Extrakt und wertvollen natürlichen Ölen können deine Haut bzw. deine feinen Linien optisch glätten. Also das ist anscheinend ein schöner Allrounder, hat natürlich wieder keinen Lichtschutzfaktor, ihr wisst, das ist mir wichtig, aber so an sich klingt das wirklich, wirklich nach einer schönen Creme und ich bin gerade am Überlegen. Die klingt wirklich gut, ob ich die zumindest für meinen... Ja komm, wisst ihr was? Ich behalte die und werde die mir großzügig auf meinen Hals und auf mein Dekolleté schmieren. Denn die gefällt mir wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Als Tagescreme fällt sie raus wegen dem fehlenden Lichtschutzfaktor. Nachts habe ich eine andere Creme, aber für meinen Hals und mein Dekolleté, da ist die absolut, absolut passend und... Ja, ich werde sie doch behalten. Wir haben es fast geschafft, denn wir haben nur noch ein einziges Produkt hier in der Box. Und bei diesem Produkt handelt es sich noch einmal um ein dekoratives Make-up-Produkt. Und zwar hätten wir hier von CAT London den Glow 2 Highlighter. Der kommt in einem ähnlichen Format wie den Blush, den wir in der... War das auch die Grazia? Ne, das war nicht die Grazia Box. Wir hatten auf jeden Fall schon einmal einen Miniaturblush von CAT mit drin. Und den fand ich schon extrem niedlich. Und dieser Highlighter ist natürlich in einem ähnlichen Format. Und ich muss mal gucken, ob ich den jetzt hier aus dem Karton herausgebrokelt bekomme. Denn die Sachen sitzen da wirklich immer sehr, sehr fest drin. Ich habe den Highlighter jetzt in der Farbe Moondust, denn auch bei diesem Highlighter hätte es entweder oder gegeben. Entweder Moondust oder eben noch eine andere Farbe. Und bei Moondust handelt es sich um einen klassischen Champagnerton. Ich werde den jetzt nicht swatchen, da ich diesen Highlighter nicht behalten werde, da ich schlichtweg, ich habe einfach zu viele champagnerfarbene Highlighter, als dass ich ja seine Existenzberechtigung jetzt noch rechtfertigen könnte. Aber nichtsdestotrotz, Moondust ist ein wirklich, wirklich schöner Ton. Der scheint jetzt so auf den ersten Blick keinen groben Glitzer zu enthalten, sondern gehört wahrscheinlich eher zu den Highlightern, die so ein bisschen reflektiver auf der Wange sind. Also das ist auf jeden Fall schon eine richtig schöne Farbe. Und ich habe noch nicht ins Heftchen geschaut. Ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, was es alternativ noch für eine Farbe gegeben hätte. Ich hatte es euch ja gerade gesagt, Moondust ist die etwas champagnerfarbene Variante. Und dann hätte es noch Starburst gegeben. Und Starburst wäre dann wirklich das gelbliche Gold gewesen. Im Vergleich muss ich sagen, habe ich mich dann oder hätte ich mich dann tatsächlich auch eher über diesen hier gefreut, eben da ich auch schon ja recht viele goldene Highlighter habe, aber nichtsdestotrotz, ich habe von beiden Farben natürlich en masse Highlighter zu Hause, von daher werde ich den wahrscheinlich in eine der weihnachtlichen Verlosungen packen, aber genau, er soll eben einzigartig sein, super weich und cremig, ach ein Puder, nein. Ein cremiger Puder-Highlighter. Ich dachte gerade, das wäre ein Creme-Highlighter, aber nee, das ist anscheinend einfach nur ein Puder-Highlighter, der sich von der Textur her
sehr cremig anfühlt, was dafür sorgen soll, dass er natürlich ein sehr schwereloses, weiches Finish hat. Beide Highlighter sind vegan und cruelty-free und ja, mehr steht auch hier nicht darüber drin. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich den hier nicht behalten kann, ich bin mir sicher, dass der im Rahmen von einem Gewinnspiel einem von euch viel Freude bereiten wird. Von daher tue ich damit definitiv was Gutes, aber nichtsdestotrotz ist es ein schöner Highlighter. So ihr Lieben, das war der Inhalt der Jolie Glossy Box bzw. der Jolie Loves Glossy Box Limited Edition. Und ich muss sagen, ich fand die Box toll. Also mir hat der Inhalt richtig, richtig gut gefallen. Wir hatten von allem etwas dabei. Wir hatten hochwertige Produkte wie das Augenbrauengel von Benefit. Wir hatten dieses schöne Duftminiaturen-Set. Also es war wirklich eine schön stimmig gepackte Box mit wirklich hochwertigen Produkten. Also die 35 Euro, die ich dafür bezahlt habe, die habe ich wahrscheinlich dreifach raus, würde ich sagen. Aber darum geht es ja nicht immer. Es geht darum, dass man eine schöne Produktauswahl hat und die war in dieser Box definitiv gegeben. Fand ich sie besser als die Grazia Box? Nein, ich glaube nicht. Also die Grazia Box, die fand ich dann doch noch mal einen Ticken besser. Aber sie kommt auf jeden Fall schon sehr, sehr nah dran. Und ich muss mir definitiv merken, wenn Glossy Box mit einem Magazin kooperiert, dann kommt wirklich immer eine richtig schöne Box bei raus. Sie ist mittlerweile, glaube ich, schon ausverkauft, da es bei diesen Limited Edition Boxen leider wirklich immer sehr schnell geht. Aber ich werde einen Teil auf jeden Fall in meine winterliche, weihnachtliche Verlosung packen. Eigentlich wollte ich heute eine Verlosung über die Box machen, aber dann dachte ich mir, es wäre doch schön, wenn man vielleicht sowas wie, ja, 4 Adventsverlosungen im Winter macht und dass ich dafür eben schon so ein kleines bisschen Produkte zur Seite lege. Das fand ich dann doch ein bisschen schöner. Plus habe ich jetzt gerade erst ein Gewinnspiel gemacht und ja, ich fand es einfach ein bisschen schöner, wenn man das dann alles im Winter im Rahmen von Weihnachten irgendwie auspacken kann. Aber ja, das war die Box. Wie fandet ihr sie? Also lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich fand sie wirklich schön und ich bereue es definitiv nicht, sie gekauft zu haben. Aber was soll ich noch sagen, meine Lieben? Wir sind am Ende vom Video angekommen und ich möchte mich an dieser Stelle natürlich einmal recht herzlich für euer Einschalten bedanken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video am kommenden Sonntag wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne, schöne Restwoche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.